Stiefvater fordert Zeit allein mit Kind, bis es zwei Wörter flüstert, die die Mutter erstarren lassen. Dieser Stiefvater hatte immer darauf bestanden, Zeit allein mit seiner Stieftochter zu verbringen. Eines Tages flüsterte das kleine Mädchen jedoch zwei Wörter, die ihre Mutter innehalten ließen. Jane stand am Fenster und beobachtete Tom und Lily, wie sie die Straße entlang in Richtung Park gingen. Es war ein paar Monate her, dass sie Tom geheiratet hatte, und er hatte sich nahtlos in die Rolle eines hingebungsvollen Ehemanns und Stiefvaters eingefunden. Jane war dankbar für seine Geduld und Fürsorge, insbesondere gegenüber ihrer dreijährigen Tochter. Tom bestand oft darauf, Zeit mit Lily allein zu verbringen und betonte, wie wichtig es sei, eine starke Bindung aufzubauen. Jane schätzte seine Bemühungen und glaubte, dass dies ein Zeichen für sein echtes Engagement für ihre neue Familie war. Später am Nachmittag bereitete Jane das Mittagessen zu, während sie auf ihre Rückkehr wartete. Sie hörte, wie sich die Haustür öffnete und drehte sich um, zu sehen, wie Tom eine schläfrige Lily auf dem Arm trug. Er legte sie sanft auf die Couch und deckte sie mit einer Decke zu. Sie hatte viel Spaß im Park, sagte Tom lächelnd. Jane lächelte zurück und verspürte einen Anflug von Zufriedenheit. Es waren Momente wie diese, die ihr versicherten, dass sie mit Tom die richtige Wahl getroffen hatte. Im Laufe des Tages bemerkte Jane eine kleine Veränderung in Lilys Verhalten. Normalerweise lebhaft und voller Energie wirkte ihre Tochter ungewöhnlich ruhig und zurückgezogen. Jane schob es beiseite und schrieb es den Wachstumsschmerzen und anstrengenden Tagen zu. Als sie Lily an diesem Abend ins Bett brachte, fragte sie sie nach ihrem Tag. Die Augen des Kleinkindes huschten durch den Raum, bevor sie flüsterte: »Tom ist unheimlich.« Janes Herz setzte einen Schlag aus. »Was meinst du, Schatz?«, fragte sie und versuchte, ihre Stimme ruhig zu halten. Lily schwieg und weigerte sich, näher darauf einzugehen. In Janes Kopf rasten die Gedanken vor Sorge. Entschlossen zu verstehen, was vor sich ging, beschloss Jane, genauer hinzusehen. Am nächsten Tag beobachtete sie, wie Tom mit Lily im Hinterhof spielte. Zunächst schien alles normal zu sein, aber dann bemerkte sie, dass ihre Tochter zusammenzuckte, als er ihre Schulter berühren wollte. Es war nur ein kleines Zeichen, aber Janes mütterliche Instinkte schrillten sofort Alarm. An diesem Abend beschloss Jane, mit Tom über ihre Bedenken zu sprechen. Sie näherte sich ihm vorsichtig und wählte ihre Worte mit Bedacht. »Tom, mir ist aufgefallen, dass Lily in letzter Zeit etwas anders ist. Sie scheint manchmal Angst zu haben.« Er sah wirklich überrascht aus. »Angst? Wovor?«, fragte er, und seine Besorgnis war ihm ins Gesicht geschrieben. Jane zögerte unsicher, wie sie vorgehen sollte. »Sie hat etwas darüber gesagt, dass du unheimlich bist«, sagte sie schließlich. Toms Gesicht wurde weicher und er seufzte. »Ich versuche nur, ein guter Stiefvater zu sein. Vielleicht braucht sie noch etwas Zeit. Ich werde versuchen, sanfter zu sein.« Erleichtert über seine Antwort, aber immer noch beunruhigt, beschloss Jane abzuwarten. An diesem Wochenende schlug Tom vor, mit Lily in den Zoo zu gehen. Jane stimmte zu, in der Hoffnung, dass dies ihre Bedenken zerstreuen würde. Als sie zurückkam, schien Lily glücklicher zu sein und erzählte aufgeregt von den Tieren, die sie gesehen hatte. Janes Ängste begannen sich zu zerstreuen. Doch als Jane ihre Tochter an diesem Abend ins Bett brachte, klammerte sich Lily an sie und flüsterte zwei Worte, die sie erstarren ließen. »Böser Mann!« Jane lief es kalt den Rücken hinunter. Sie hielt Lily fest und versuchte, ihre Angst zu verbergen. »Ist schon gut, Schatz. Mami ist ja da.« Am nächsten Tag bemerkte Jane, dass Lilys Lieblingsteddybär fehlte. Sie suchte überall und fand ihn schließlich unter Toms Kopfkissen versteckt. Ein Schauer lief ihr über den Rücken. Da sie nicht wusste, was sie tun sollte, vertraute Jane sich ihrer Freundin Emily an. »Irgendetwas stimmt hier nicht. Lily hat letzte Nacht böser Mann gesagt. Ich habe ihren Teddybär unter Toms Kopfkissen gefunden. Ich habe Angst.« Emilys Gesicht wurde ernst. »Jane, du musst auf deine Instinkte hören. Sei vorsichtig und behalte sie im Auge.« Lilys Verhalten wurde immer unberechenbarer. Sie war nicht mehr nur in sich gekehrt, sondern neigte auch zu plötzlichen Ausbrüchen und Weinkrämpfen. Jane tat es im Herzen weh zu sehen, wie sich ihre Tochter von einem lebhaften Kind in einen Schatten ihres früheren Selbst verwandelte. Eines Nachmittags, als Lily schlief, bemerkte Jane blaue Flecken an ihren Armen. Winzig, fast nicht wahrnehmbar, aber da. Ihr Puls beschleunigte sich. Als sie Lily danach fragte, wurde ihre Tochter blass und murmelte: »Ich bin hingefallen.« Die Erklärung kam Jane seltsam vor und ihr Unbehagen verstärkte sich. Entschlossen, konkrete Antworten zu finden, ließ sich Jane Emilys Nannycam aus und platzierte sie diskret in Lilys Zimmer. Sie hoffte, dass ihr ungewöhnliches Verhalten festhalten und für Klarheit sorgen würde. In den ersten Nächten zeigte das Filmmaterial nichts Ungewöhnliches. Doch in der vierten Nacht sah Jane mit Entsetzen, wie Tom Lilys Zimmer betrat, ohne die versteckte Kamera zu bemerken. Er sprach mit ihr in einem harten Ton und forderte sie auf, bestimmte Regeln zu befolgen, und ließ sie beunruhigende Sätze wiederholen. Janes Hände zitterten, als sie das Filmmaterial anhielt und ihre schlimmsten Befürchtungen wahr wurden. Jane wusste, dass sie Tom ohne handfeste Beweise nicht direkt zur Rede stellen konnte. Sie brauchte einen Plan. Als nächstes wandte sie sich an Toms Ex-Frau, die er nur selten erwähnte.
Nach einigem Zögern fand sie eine Telefonnummer und rief an. Das Gespräch war kurz, aber aufschlussreich. Tom war schon immer jähzornig, sagte seine Ex-Frau. Ich habe ihn verlassen, weil ich seine kontrollierende Art nicht ertragen konnte. Sei vorsichtig, Jane. Diese Information fügte Janes ohnehin schon wachsendem Schrecken eine neue Ebene der Angst hinzu. Sie beschloss, einen Familienanwalt zu konsultieren. Sie erklärte die Situation und zeigte das Filmmaterial. Der Anwalt riet ihr, alles akribisch zu dokumentieren und sich auf das Worst-Case-Szenario vorzubereiten. Sie besprachen die Möglichkeit, eine einstweilige Verfügung zu beantragen, aber Jane wusste, dass sie mehr Beweise brauchte, bevor sie solch drastische Maßnahmen ergreifen konnte. In der Zwischenzeit versuchte Jane, den Schein zu wahren. Sie verhielt sich Tom gegenüber weiterhin normal, obwohl sich jede Interaktion wie ein Gang auf dünnem Eis anfühlte. Ihre oberste Priorität war es, für Lillys Sicherheit zu sorgen. Jane arrangierte weitere Spielverabredungen bei Freunden und meldete Lilly für zusätzliche Aktivitäten an, um sie so weit wie möglich von zu Hause fernzuhalten. Dann kam eine Wendung, mit der sie nicht gerechnet hatte. Tom kündigte einen überraschenden Wochenendausflug für die Familie an. Jane sank das Herz. Sie wusste, dass sie nicht ablehnen konnte, ohne Verdacht zu erregen. Aber der Gedanke, mit ihm isoliert zu sein, machte ihr Angst. Sie musste schnell überlegen. Jane täuschte Begeisterung vor und schlug vor, Emily einzuladen, wobei sie ihre Liebe zu spontanen Abenteuern anführte. Tom stimmte widerwillig zu und Jane atmete kurzzeitig erleichtert auf. Auf der Reise bemerkte Jane, dass Toms Ungeduld und Kontrollverhalten zunahmen. Er bestimmte jedes Detail von den Essenszeiten bis hin zu den Aktivitäten und jede Abweichung wurde mit kaum verhohlener Wut bestraft. Eines Abends, als Jane Lilly ins Bett brachte, klammerte sich ihre Tochter an sie und flüsterte: »Lass nicht zu, dass er mich mitnimmt.« Der Hilferuf brach Jane das Herz. Nach ihrer Rückkehr nach Hause verlor Jane keine Zeit. Sie trug alle Beweise zusammen, einschließlich des erschreckenden Filmmaterials und vereinbarte einen Termin mit ihrem Anwalt. Die Situation erreichte einen kritischen Punkt und Jane wusste, dass die nächsten Schritte entscheidend waren. Die Fassade ihrer perfekten Familie bröckelte und sie war bereit, alles zu tun, um ihre Tochter vor dem Mann zu schützen, dem sie einst vertraut hatte. Wieder zu Hause war Janes Angst so groß wie nie zuvor. Sie wusste, dass sie die Fassung bewahren musste, aber der Stress forderte seinen Tribut. An diesem Abend erwähnte Tom beim Abendessen eine bevorstehende Geschäftsreise. Er schlug vor, dass Jane und Lilly ihn für ein paar Tage in einem nahegelegenen Resort begleiten sollten. Der Gedanke, von zu Hause weg zu sein, isoliert mit ihm, machte ihr Angst. Sie täuschte Begeisterung vor und stimmte zu, während sie die ganze Zeit über ihren nächsten Schritt plante. Am Tag vor der Reise erhielt Jane unerwarteten Besuch. Toms Schwester, die Jane nur kurz auf der Hochzeit kennengelernt hatte, tauchte unangekündigt auf. »Ich muss mit dir reden«, sagte sie eindringlich. Sie setzten sich und Toms Schwester offenbarte eine beunruhigende Vergangenheit. Tom war immer kontrollsüchtig und manipulativ, gestand sie. Ich wollte es nicht glauben, aber nachdem ich von einigen aktuellen Ereignissen gehört hatte, hatte ich das Gefühl, dass ich dich warnen musste. Sei vorsichtig. Diese Enthüllung gab Jane den letzten Anstoß. Sie kontaktierte ihren Anwalt, der ihr riet, sofort zu handeln. Sie entwarfen einen Plan, um Lillys Sicherheit zu gewährleisten, ohne Tom einen Hinweis zu geben. An diesem Abend packte Jane eine kleine Tasche für sich und ihre Tochter und achtete darauf, das Nötigste einzupacken, ohne Verdacht zu erregen. Am nächsten Morgen machte sich Tom auf den Weg und glaubte, dass Jane und Lilly später zu ihm stoßen würden. Sobald er außer Sichtweite war, rief Jane Emily an, die sich bereit erklärt hatte, zu helfen. Sie fuhren an einen sicheren Ort und Jane kontaktierte die Behörden und legte alle Beweise vor, die sie gesammelt hatte. Die Polizei nahm ihre Bedenken ernst und leitete eine Untersuchung ein. Jane und Lilly blieben an einem sicheren Ort, während die Untersuchung lief. Der Anwalt hielt sie auf dem Laufenden und die Behörden sammelten weitere Beweise, um ein Verfahren gegen Tom einzuleiten. Der Prozess war nervenaufreibend, aber Janes Entschlossenheit wankte nie. Sie wusste, dass sie das Richtige für ihre Tochter tat. Doch eines Morgens erhielt Jane einen Anruf von Detective Harris. Jane, wir möchten, dass du aufs Revier kommst. Wir haben neue Informationen. Ihr Magen drehte sich vor Angst um, aber sie wusste, dass dies der Durchbruch sein könnte, den sie brauchten. Jane ließ Lilly bei Emily und machte sich auf den Weg zum Revier. Auf der Polizeiwache präsentierte Detective Harris Jane Beweise, die sie während ihrer Ermittlungen aufgedeckt hatten. Sie hatten eine Reihe von E-Mails zwischen Tom und einer unbekannten Person gefunden, in denen Pläne besprochen wurden, die auf finstere Absichten hindeuteten. »Wir glauben, dass Tom möglicherweise geplant hat, Lilly dauerhaft mitzunehmen«, sagte der Detective ernst. Jane verspürte eine Welle der Übelkeit, aber auch einen Anflug von Entschlossenheit. Sie musste ihre Tochter um jeden Preis beschützen. Als Jane in das sichere Haus zurückkehrte, sah sie, dass Emily ungewöhnlich angespannt war. »Tom hat angerufen«, sagte Emily. »Er weiß, dass
dass etwas nicht stimmt und ist auf dem Rückweg. Panik ergriff Jane, aber sie fasste sich schnell wieder. Sie mussten schnell handeln. Sie kontaktierte ihren Anwalt, der ihr riet, sofort eine einstweilige Verfügung zu erwirken. Als sie sich auf den Weg zum Gericht machten, klingelte Janes Telefon erneut. Es war Tom. Sie zögerte, nahm aber den Anruf an und versuchte, ihre Stimme ruhig zu halten. »Wo bist du?«, fragte Tom. Jane log und sagte, sie seien bei einem Freund und würden ihn später treffen. Sein Ton war kalt und berechnend. »Lass mich nicht kommen und nach dir suchen«, warnte er, bevor er auflegte. Im Gerichtsgebäude reichte Jane die erforderlichen Unterlagen ein und ihre Hände zitterten, als sie die Dokumente unterschrieb. Mit der einstweiligen Verfügung kehrten sie in das sichere Haus zurück, in der Hoffnung, dass sie ausreichen würde, um Tom in Schach zu halten. In dieser Nacht schlief Jane kaum und in ihrem Kopf spielten sich die schlimmsten Szenarien ab. Am nächsten Tag kam es zu einer unerwarteten Wendung. Sie erhielt einen anonymen Brief mit Fotos von Lily und ihr an verschiedenen Orten. Die Schlussfolgerung war klar. Jemand hatte sie beobachtet. Jane zeigte den Brief Detective Harris, der daraufhin ihre Sicherheitsmaßnahmen verstärkte. Die Lage war gefährlicher denn je und Jane spürte, wie jede Entscheidung schwerer auf ihr lastete. Gerade als Jane dachte, es könnte nicht noch komplizierter werden, erhielt sie einen Anruf von Toms Chef. Tom hat sich in letzter Zeit seltsam verhalten und sich viel freigenommen. Ist zu Hause alles in Ordnung? Jane zögerte, beschloss dann aber, ihm die Situation anzuvertrauen. Seine Antwort kam unerwartet. Tom hatte vor, in eine andere Niederlassung in einem anderen Bundesstaat zu wechseln. Er hat nie erwähnt, dass er dich und Lily mitnehmen wollte. Die Enthüllung war ein Schock. Jane wurde klar, dass Tom hinter ihrem Rücken Pläne geschmiedet hatte, Lily ohne ihr Wissen mitzunehmen. Mit der einstweiligen Verfügung und der verstärkten Polizeipräsenz fühlte sich Jane etwas sicherer, aber die Angst blieb. Eines Nachmittags, als sie mit Lily im Hinterhof des sicheren Hauses spielte, bemerkte Jane eine Gestalt, die in der Nähe des Zauns lauerte. Sie brachte Lily schnell ins Haus und rief die Polizei. Als sie eintrafen, war die Person verschwunden. Jane beschloss, Tom direkt zur Rede zu stellen. Mit der Unterstützung von Detective Harris und ihrem Anwalt arrangierten sie ein Treffen an einem öffentlichen Ort. Jane war mit einem Aufnahmegerät verkabelt und Beamte in Zivil waren in der Nähe postiert. Die Spannung war spürbar, als Jane im Café wartete und ihr Herz in ihrer Brust pochte. Als Tom ankam, war sein Auftreten beunruhigend ruhig. »Worum geht es hier, Jane?«, fragte er mit zusammengekniffenen Augen. Sie holte tief Luft und war entschlossen, die Fassung zu bewahren. »Ich weiß, was du geplant hast, Tom. Die E-Mails, die Fotos, deine Versetzung. Warum tust du das?«, fragte sie mit fester Stimme. Toms Gesichtsausdruck wechselte von Überraschung zu Wut. »Du verstehst das nicht, Jane. Ich habe versucht, Lily zu beschützen. Du bist zu weich, zu schwach. Sie braucht Struktur, Disziplin«, erwiderte er. Jane spürte einen Wutanfall. »Sie beschützen? Indem du ihr Angst machst? Indem du sie mir wegnimmst?«, schoss sie zurück. Als ihre Konfrontation eskalierte, verriet Tom Details, die die Beweise, die Jane gesammelt hatte, bestätigten. Seine Besessenheit von Kontrolle, seine Pläne, Lily von Jane zu isolieren, alles kam ans Licht. Das Aufnahmegerät zeichnete jedes Wort auf. Als Tom merkte, dass er sich selbst belastet hatte, versuchte er zu gehen, aber die Beamten griffen schnell ein und verhafteten ihn auf der Stelle. Jane sah zu, wie Tom in Handschellen abgeführt wurde und eine Mischung aus Erleichterung und Trauer überkam sie. Es war das Ende eines Kapitels, aber der Anfang eines anderen. Sie wusste, dass ein langer Weg vor ihr lag, voller Rechtsstreitigkeiten und emotionaler Heilung, aber sie war bereit, sich ihm mit Mut und Entschlossenheit zu stellen. Vielen Dank, dass ihr uns auf dieser emotionalen Reise begleitet habt. Was würdet ihr tun, wenn euer Kind euren Ehepartner des Bösen bezichtigen würde? Wir sind gespannt auf eure Meinung in den Kommentaren unten. Vergesst nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um weitere erstaunliche Videos zu sehen.